Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Uncharted Drake Schicksal. So, in der letzten Folge sind wir jetzt hier den Turm hochgeklettert und haben uns den Schlüssel geholt. Und nun dürfen wir wieder runterpurzeln. Ich hoffe, du stirbst nicht dabei, aber ich schätze, ja, das wirst du überleben. Und inzwischen ohne backende Leichen und allem drumherum. Und ich schätze, dass jetzt noch ein paar Gegnerchen auf uns zukommen werden. Denn so ganz alleine hier gelassen werden, das glaube ich ja wohl nicht, oder? Siehst du, da brennt schon Feuer. Das ist schon ein Anzeichen. Hallo, lass mich. Ich kann das. Okay, dann haben wir jetzt die Schlüssel und ich hoffe, das geht jetzt auf. Ah. Nein? Okay. Deine Dialoge sind immer so geistreich, Nate. So, ich habe was aufgemacht. Ich finde toll. Okay, gut. Ich sag dazu mal nichts, ne? Du machst das schon, du kannst das ja. Du bist ja ein großer Junge. Ich hoffe, wir finden jetzt hier irgendwo Elena, denn die ist ja immer noch total verschollen. Die haben wir zwar gesehen, aber... Wo zur Hölle ist sie? Ja, weiß ich denn nicht. Ich frag mich doch nicht, Mann. Deswegen, ich frag ja gerade dich, wo sie ist. Ich hoffe, sie ist... Oh, guck mal, ganz viele Waffen. Oh nein, ganz viele Waffen. Oh, das heißt, dass ich gleich Ärger kriegen werde, ne? Ihr habt mir auch in die Kommentare geschrieben, dass ich ruhig doch öfter mal andere Waffen benutzen soll, um mich daran zu gewöhnen, weil ich tatsächlich anscheinend nach einer Zeit nicht mehr Munition für bestimmte Waffen bekomme. Und das sieht hier aus wie ein Schlachtfeld, liebe Freunde. Da dürfen wir wahrscheinlich gleich so die einen oder anderen Spackos abschießen. Hallo, liebe Spackos. Hallo, da hinten blinzelt ein Schatz. Ich sehe dich. Ich glaube gar nicht, du kannst mir entkommen. So, dann auf ins Gefecht. Yay. Na? Ach, ich wusste das. Oh nein. Oh nein, wie unvorhersehbar. Das ist ja jetzt was ganz Neues. Okay, jetzt habe ich länger nicht mehr gespielt. Jetzt muss ich erstmal wieder schießen. Ah, ist ja voll hässlich. ja, seit der letzten Aufnahme sind nur ein paar Tage vergangen. Und so, und jetzt darf ich wieder irgendwie... Oh, guck mal, die sprengen sich selbst in die Luft. Das finde ich gut, wenn die das machen. Da oben, ja, tatsächlich, da kommen jetzt immer ein paar mehr. Und einer steht am MP. MG? MG. MG. Whatever, einer steht da halt rum, Mensch. So. Na, komm. Ah, okay, schnell wieder weg. Okay, doch gar nicht so leicht, wie es aussieht. Ich soll auch Granaten verwenden, hat man mir empfohlen. Ja, schnell zurück. Wow, das war knapp. Das war ziemlich knapp. Vielleicht habe ich ja Glück und treffe niemanden. Ah. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Ah, oh Gott, war das knapp. Ah, schnell mal hier hinter. Ja, das war mir dann doch ein bisschen zu über. Alter Verwalter, was macht ihr denn da? Warum sprengt ihr denn hier so viel in der Gegend rum? Bis weil ich damit angefangen habe, müsst ihr das nicht auch machen. Hallo. Ihr Deppen, ey. Vom Herrn. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich sehe gerade wieder nichts. Okay. Alles gut. Ich sehe gerade was. Ah, ich habe ja immer noch die blöden Granaten ausgerüstet. So, schnell weg. So, jetzt bin ich... Oh, hallo? Ah, Nate, weg. Oh, drei auf einmal. Ich glaube, ihr... Ey, euch haben sie doch ins Gehirn geschissen, Mensch. Kann ja gar nicht angehen, Mann. Ah. Ey, das geht doch gar nicht. Wie soll ich denn jemals da meine Ruhe kriegen? So, komm mal her, Typ. So, komm mal du her, Typ. Irgendein Typ von euch muss mal herkommen. Also, nicht herkommen im Sinne von komm zu mir, sondern stirb, verdammt. Ich triff deinen hässlichen Kopf. So, warte. So, komm, der ist auch down. Okay, sehr gut. Hallo? Oh, guck mal, du noch. So, nein, geh nicht weg, geh nicht weg. Ich hab dich gern, geh nicht weg. Hol nicht deine Freunde her, die sind nämlich doof. So, komm, der ist auch down. So, den habe ich einen Headshot gegeben. Sehr schön. Jetzt steht nur noch der Typ da oben an dem MG rum, ne? Ach, nö. Da ist ja noch einer. Kommt, das war jetzt nicht euer Ernst. Ist er down? Nee, war. Nee, da zeigt mir noch sein hässliches Köpfchen. So, jetzt aber. Okay, alles klar. Gut. Okay. War's das? Nein, er steht natürlich immer noch da oben rum. Na klar. So, treffe ich den nicht irgendwie? Doch, so ein bisschen treffe ich den. So, komm schon. Ja, ich glaube, er ist down. Ha! Oh, wir haben es geschafft, Leute, wir haben es geschafft, ohne zu... Hallo? Hä? Achso, da oben. Ja, wir haben es doch nicht geschafft. Moment. Wirft er sich gerade selbst da die Granate hin?
Oh Mann. Oh Mann. Du bist eine Pappnase, Alter. Dankeschön, dass du mir meine Arbeit abnimmst. Das finde ich sehr sozial von dir. Okay, so, was haben wir denn da? Irgendeine komische Waffe mit nur einem Schuss. Das halte ich für sehr unsinnvoll. Also für sinnfrei dann in diesem Sinne. Okay, hey, das lief doch gar nicht so schlecht. Wir haben gewonnen. Oh, guck mal. Oh, wir haben einen... Ja, ist es ein Colt? Ist das ein Colt? Haben wir... Hallo, wo ist meine andere Waffe? Da, warte. Ich muss gucken, ist das ein Colt? Eine Wes. Oh, heißt es, das ist nur ein Colt? Ich kenne mich mit Waffen leider überhaupt nicht aus. Ah, super. Aber die sind, glaube ich, richtig stark, die Dinger. Oder nehme ich doch lieber? Die haben nämlich... Hier liegt mehr Muni für den. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Aber ich weiß, dass das so Colts und so eigentlich recht stark sind. Aber ich habe nur 6 Schuss, ne? Das ist ein bisschen unvorteilhaft. Warte mal, hier ist... Da ist ein Schatz. Los, bugge dich bitte hoch. Mensch, dann nicht. Dann muss ich halt hier hochklettern. Nein. Da, gucke mal, zum Klettern. Kletter. Lauf. Och, nee, du Pappnase, komm. Irgendwie müssen wir da hochbacken. Komm schon, lass mich doch. Ich kann das. Ja, genau, da will ich hin. Nein, da will ich nicht hin. Oh, das ist ja unfassbar hier. Komm, einmal drüber, bitte. Ach, dankeschön. So, spanische Silbermünze. Yay, wir haben eine Schatzsucherabenteuer, Amateurabenteuer, whatever. Sie haben eine Belohnung freigeschaltet. Ja, ich bin ein Amateur. Das sieht man hier allein, wie ich immer rumschieße. Behalte ich jetzt so das Ding? Das ist bestimmt richtig stark. Macht bestimmt One-Hit. Aber dafür habe ich nicht so viel Muni. Also schätze ich, es wäre unklug, das Ding zu behalten. Deswegen nehmen wir lieber unsere normale Waffe mit. Denn da haben wir definitiv genug Muni. Ich gehe da lieber auf Nummer sicher gerade. Ich weiß, ihr habt mir geschrieben, ich soll mehr andere Waffen verwenden, aber bei 6 Schuss, ganz ehrlich, wer macht das bei 6 Schuss? Wer ist denn so doof und macht das bei 6 Schuss? Das finde ich ein bisschen, ja, gewagt. Hey, ich hatte dich aufgemacht. Hör auf, runterzufallen. Das ist voll fies von dir, Tür. So, okay, weiter geht's. Hallo? Bin ich gerade zu blöd zu drücken oder was ist jetzt los? So. Achso, das fällt automatisch wieder zu. Ah, ich bin noch nicht losgerannt. Okay. Doch nicht so doof zum Drücken, sondern so doof zum Losrennen. Ist aber auch nicht so schlimm. Na, sind hier noch welche? Ich glaube, ich habe gerade jemanden gehört. Ja, Kamera, schön, dass du mich magst. Ich mag dich auch, aber ich verwirre dich nicht die ganze Zeit, indem ich komische Sachen mache mit dir. Wer bist du? Hi, mein Name ist Nate. Guck mal, und ich kann dich anschießen. Es tut mir auch voll leid und so. Hihihi. Das ist echt fies, ne? Dass ich den da so anschieße. Okay. So, der ist auch schon wieder down. Dann bereitet er mir keine Probleme mehr. Hier hinten muss es doch noch irgendwas geben. Schatz? Nein. Okay. Kein Schatz. Schade. Na gut, dann geht's einfach mal weiter in die Höhle des Löwen, wo wir sowieso seit den letzten paar 20 Minuten rumrennen. Nehme ich die mit? Ja, für die AK. Komm, hör. Hört doch auf damit, Mensch. Finde ich voll uncool von euch. Ins Knie, ins Bein, in die Hose. Yay, in die Hose geschossen. Hallo. Ach komm, scheiß drauf. Dich mache ich jetzt mal mit den Händen fertig. Muss man hier doch mal gute alte Handarbeit leisten, auch wenn das total... Ach, nicht schon wieder du. Warte mal, an dir kann ich gleich... Bam! In your face! Alter, wie gut. Wie gut die Waffe ist. Oha. Hallo. Ihr da hinten oder du da hinten. So. Ja, man sieht eindeutig, wie gut die Schrot ist. Aber natürlich kann ich die auf die Ferne hin nicht anwenden. Das sollte klar sein. Aber hey, komm, mit der normalen Waffe kriegen wir es doch auch locker gespacken. Siehst du? Schon ist er down. Okay. Ich glaube, da ist gerade jemand eingestiegen zum Fenster, oder? Nö. Aber irgendwo ist da doch jemand, oder? Ah, da hinten. Hallo. Guck mal, spielen wir... Komm, wir spielen... Ach so, jetzt bist du erst down. Komm, wir spielen Auftauchen, wieder Abtauchen. Auftauchen, wieder Abtauchen. Das ist ein total tolles Spiel. Du verlierst. Oh. Huch. Ach da. Mensch, hallo. Ja. Ja. Hetz mich nicht. Ich brauche meine Ruhe zum Zielen und Schießen. Egal, was ich da gerade mache, es ist, glaube ich, eine verdammt doofe Idee. Nate, wir suchen nochmal Deckung. Dankeschön. So, dann ihr dürft nochmal angetanzt kommen. Warte mal, soll ich nochmal meine Schroti... Du schießt aber auch wie so ein Blöder, ne? Komm nochmal raus, komm! Auf nachzuladen. Ha! Bam, Oida, bam! Oh, wie die wegfliegen! Der Wahnsinn!
Der Wahnsinn! Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Ja, das bringt natürlich nichts auf die Entfernung, wie man sehen kann, aber ich will ihn trotzdem jetzt damit fertig machen. Ach, wie schön. Nee, wie schön, wie schön. Okay, hier lösen wir uns mal von und laufen jetzt ein bisschen geradeaus. So, komm, hier muss doch noch ein bisschen Muni sein. Ja, genau, das... Ah ja, und die wolltet ihr ja auch mal, dass ich die ausprobiere. Ich soll ja irgendwie alles ausprobieren. Dann probieren wir die einfach mal aus, was soll's. Muss mich ja auch an die anderen Waffentypen gewöhnen, ne? Das war ja immer euer Argument. Deswegen machen wir das jetzt einfach mal. War ja nicht noch so ein Typ mit einer Schrot? Ach, der liegt da hinten. Hallo, ich brauche mal deine Munition. Dankeschön. So, davon habe ich jetzt wieder 6 Schuss. Ich weiß nicht, ob ich mehr tragen kann oder ob 6 das Maximale ist. Deswegen, wir lassen uns einfach mal überraschen. Genauso wie wir uns jetzt hier überraschen lassen. Hallo. Okay, niemand da. Gut, auch schön. So, freie Bahn. Yay! I'm free! Ach, Gottchen. Treffe ich die denn? Ja, doch, ganz gut. Ja, das macht sogar richtig Spaß, hier am MG abzugehen. Komm, stirb. Hallo! Ja, du solltest nicht rausgucken. Rausgucken ist immer so der halbe Tod, ne? Ach, guck mal, da hinten kommt noch einer. Und hier an der Seite steht noch einer rum. Die suchen aber auch nicht so wirklich Deckung, ne? Die sind selbst schuld. Ich kann nichts dafür, wenn die keine Deckung suchen. Das ist nicht mein Problem. Ich habe es ihnen vorher gesagt. So. Noch irgendjemand da? Da unten liegt jetzt Munition für mich, ihr Schweine. Das wolltet ihr doch nur so. Oh, toll. Und da komme ich jetzt nicht mehr hin. Das war der geheime Evil-Knievel-Plan, Mann. Dass die Munition da unten liegen lassen und ich dann dementsprechend keine habe. Au. Okay, da kommen wir wohl nicht mehr hoch. Naja, egal. Ich hätte sie mir auch jetzt auch holen können, aber dieser Umweg, oh, ein Schatz, der wäre so weit gewesen. Silberner Tyrona-Anhänger, aha. Also ich finde uns ganz gut bisher, 16 von 60 Schätzen. Ihr könnt ja mal, wenn ihr das Spiel kennt, in die Kommentare schreiben, ob es bis zu diesem Zeitpunkt hier irgendwie mehr Schätze gegeben hätte, ob ich schon viele übersehen habe oder ob ich eigentlich ganz gut bin. Das würde mich auch mal interessieren. Guck mal, eine Hand, nee, ist doch nur ein Baum. Hier geht's ja nicht lang, ne? Nö, hier kann ich nur gegenspringen, das bringt mir aber nicht so viel. Und hier sehe ich fast gar nichts. Was ist das denn für ein komischer Raum? Schon wieder eine AK? Was ist das? Aha, hatten wir hier irgendwelche... Was sind das denn für lustige Dinger? We have joined to the great... What? Tower? Tula? Taka? I pray weiter that you will... read us here, leave us here, pff, ja, irgendwie sowas. Ja, nee, einen Tipp brauche ich nicht, danke, ich wollte lesen. Auf jeden Fall, wir beten für deine Seele, weil du ein Arsch bist und uns verlassen hast. Wir sind bei irgendeinem komischen Häuschen und chillen da total. Ich schätze mal, ich muss damit irgendwas machen, denn das ist das Einzige, was mir einfällt. Ich schaue nochmal. Warte mal, können wir dann hier irgendwie mal, warte mal, kannst du dazu nichts sagen? Irgendwie hier? Das heißt, wir müssen zu irgendeinem Türmchen. Achso, vielleicht war das... Nee. Nee, sie war das nicht. Ich wollte gerade schon sagen, hey, vielleicht war sie das, aber sie war das nicht. Hä, wo muss ich denn jetzt... Hä? Hallo? Wo? Da! Tor! Gehst du auf? Gehst du auf, liebes Tor? Nein, hä? Ach, guck mal, ich kann hier hochklettern. Ja, was bringt mir... Ah, vielleicht muss ich... Sind das... ist das Pulver? Also so Schwarzpulver? Nö, anscheinend nicht. Okay. Soll ich mir jetzt einen Tipp geben lassen? Ernsthaft? Ich weiß ja nicht mal, was hier in diesem Haus irgendwie... Na gut. Ah, ja. Ich sehe eine Wand und da oben ist so ein Käfig. Interessant. Soll ich mich durch die Wand sprengen oder was? Ist das der Plan? Ich sprenge mich heute durch die Wand. Durch die Wände. Ab geht's mit dem Kopf durch die Wand. Hallo? Jetzt check ich's gerade echt nicht. Was wollen die denn von mir? Ja, ich sehe es. In der Mitte ist was Schönes. Kann ich da hochklettern in der Mitte? Nö, natürlich nicht. So, kann ich da irgendwas runterholen? Ja, wie komme ich denn da ran? Da komme ich überhaupt nicht ran. Du lügst voll. Diese, warte mal, brauche ich hier... Die sind nicht Spanisch. Die sind Englisch. Wow. Fletcher, wir sind zum großen Turm gegangen. Hoffentlich treffen. Du hast es geschafft.
Huch. Ah, lag ich doch gar nicht so falsch mit dem hier. Wir treffen uns am Türmchen. So, komm her. Komm her. So, da bist du. Ja, irgendwas, ne? Ich hatte es doch fast richtig gelesen, aber ich habe natürlich gedacht, ich muss hier die Waffe aufheben und nicht diesen blöden Helm da. Erzählt mir ja auch niemand, ey. Danke, dass ihr mir das mitgeteilt habt. So, ich würde jetzt aber gleich einfach mal sagen, wir machen hier einen Cut, wenn jetzt nicht noch irgendwas Aufregendes passiert. Und passiert was Aufregendes? Nein, ich glaube, es passieren nur viele, viele Gegner. Ansonsten war es das. Gut, dann würde ich einfach mal sagen, mit diesem wunderschönen Panorama mache ich jetzt hier einen Cut. Wir sehen uns in einer neuen Folge. Eine Waffe. Die kann ich mitnehmen. Wir sehen uns in einer neuen Folge von Uncharted Drake Schicksal wieder und bis dahin verabschiede ich mich und sage ciao.